Yo, was geht ab? Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Langsam haben wir doch einen schönen Flow drin. Anfang der Woche machen wir den Wochenausblick, eine Coin-Analyse in der Mitte der Woche, freitags Q&A, sonntags Livestream. Ich glaube, langsam haben wir uns hier etwas eingependelt. Und erstmal vielen Dank, dass es wieder so schnell wächst. Deswegen, wer es noch nicht getan hat, abonnieren und die Glocke vor allen Dingen reinknallen. Denn dann bekommt ihr eine Nachricht auch, sobald wir live sind, war wieder eine schöne Live-Session. Und heute Wochenausblick. Deswegen möchte ich nicht so lange babbeln, weil es wahrscheinlich wieder etwas länger dauert. Nur kurz eine Sache wieder, was ich gerne zur Bestätigung nehme, was ich auch gestern noch im Discord gepostet hatte. Deswegen gerne swissfox.com. Auschecken. Ich freue mich auch immer, dass nach den Livestreams immer Buchungen reinkommen. Das heißt, dem einen oder anderen gefällt es, was dort getan wird. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass wir hier mit einem Drop rechnen, weil ich nehme zur Gegenseite auch immer die CME-Börse, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Hier unten ist ein riesiges Gap, eine große Kurslücke. Und wenn wir in obere Bereiche laufen, hier sammelt sich viel Liquidität an. Diese Gaps sind wie Magneten für den Markt, also auch nicht nur für den Bruder BTC, sondern generell für den Markt. Und dann sieht man halt diese Bewegungen. Aber das bedeutet auch, dass unsere Coins am Bluten sind. Alchemy Pay. Schauen wir uns auf Tageschart, gucken, was sich seit letzter Woche getan hat. Wir hatten nämlich hier dieses Pullback-Level, das ist jetzt durch. Wir kommen tiefer, ich mache das mal ein bisschen weg hier, damit es etwas cleaner aussieht. Wir haben nämlich hier oben diese Liquidität geholt, hatten den Push nach unten, Pullback zur Oberseite. Sieht man hier wieder, sind reingelaufen und machen gerade den Drop nach unten. Wenn wir dieses Low bei rund 31,5 rausnehmen, glaube ich, dass wir dann hier diesen 18% Move haben, bis in die untere Zone Richtung 27 ungefähr. Und das wäre dann die Korrekturbewegung von diesem letzten Push, von diesen 200%. Deswegen hier habe ich ein Auge drauf. Ich packe den Alarm mal ein bisschen tiefer und das schaue ich mir gerade an. Was man dazu sagen muss, die Kerze sieht verdächtig aus, dass sie nochmal flippen könnte. Das heißt, wenn die so wicklos nach unten gehen, ist es häufig so, dass sie nochmal hochdrehen. Dennoch ist es gerade, wir machen das mal weg und das mal weg, gerade eine kleine Down-Bewegung und eventuell bildet sich dadurch hier ein Lower High, was bedeutet, dass wir weiter runtergehen. Meine Dimitra, hoffe ich. Ich habe gesehen, in einem Monat wird es bei Bing X gelistet. Deswegen, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil wir alles über Bing X machen. Gerne auch unseren Partnerlink auschecken, weil dann seid ihr immer bei unseren Events dabei. Ich schiele hier wirklich auf die 12 Cent, was halt absolut mega wäre. Denn Dimitra hat ja hier oben unsere Zielzone erreicht und ist seitdem man auf dem Weg nach unten. Also nicht nach unten, muss immer aufpassen, was man sagt. Das ist einfach eine Korrekturbewegung, wenn man sich das anschaut. Hier diesen ersten kleinen Block gebildet, bestätigen gerade da rein. Deswegen würde ich mich freuen, wenn die Mitra hier nochmal so einen 30% Move nach unten macht. Trias ist auch auf dem Weg in sein Pullback-Level bei rund 9 Dollar. Ja, mehr gibt es auch nicht auf Wochenbasis. Im Moment machen sie alle diese Kerzen oder viele diese Kerzen, die aussehen, als wenn sie wieder hochflippen. Deswegen sind wir da etwas vorsichtig, aber dennoch halte ich meine Level und schaue, weil es kann ja auch einfach sein, dass der Kollege einfach hoch, dass der einfach hier nochmal hochläuft, bestätigt und dann runtergeht. Deswegen immer auf die Kerzen achten. AGX hatte hier seine Einkaufszone und ist genau, sieht man hier auch wieder, Block plus FIP am Donnerstag reingelaufen. Das ist das, worauf wir immer achten, wenn ein Block plus dieses 886er zusammenläuft, ist das ein gutes Zeichen für einen Short, den der Bruder hier perfekt gespielt hat, ist gerade auf dem Weg nach unten. Hier hätte er seine erste Anlaufstelle, machen wir mal so, alles wieder schön machen, für die nächste auch vorbereiten. Sind jetzt in der ersten Pullback-Zone bei AGX, das weg. Wenn wir bei AGX hier drunter brechen, geht es aber tiefer, das ist klar. Weil jetzt haben wir hier kein neues High gebildet, brechen wir nach unten, habe ich hier bei 70 Cent habe ich meinen Alarm. Dennoch ist das die erste kleine Pullback-Zone, vielleicht für 20%, um eine Gegenbewegung mitzunehmen, wenn BTC sich jetzt hält.
Ada ist auch weglos in unsere erste Zone gelaufen. Da haben wir gesagt, hier ist die Entscheidungsstelle und da ändert sich nichts dran. Ada kann von hier aus diese 20% nach oben mitnehmen. Andernfalls brechen wir das Low, glaube ich, dass wir in die untere Zone bei 52 bis 48 Cent ballern. LCX. Haben wir noch nichts eingezeichnet? Hatten wir unten das Level? Hat sich aber auch noch nicht doll bewegt. LCX auf dem Weg in sein Korrekturlevel bei rund 28 Cent. CTI ist in unsere Zone gelaufen, hält sich da drin, hatte hier oben auch diesen Short-Bereich, ist runtergekommen, hält sich da drin, kann von hier aus erstmal eine Korrektur machen. Wir machen die Zone wieder weg, ziehen hier das FIP hin und das heißt, er kann von hier aus jetzt 50 bis 60 Prozent hochschießen, um danach erst wieder nach unten zu droppen. Das heißt, das hier ist die erste Zone, die interessant wäre, aber im Hinterkopf haben, wenn BTC diese Kurslücke füllt, dann, dann knallt es weiter nach unten. Also deswegen, das müssen wir immer im Kopf haben. Ich meine, jetzt gerade rechnen wir erstmal damit, dass wir eine kleine Korrektur bekommen. So kann ich das eben zeigen, weil ich habe hier so einen kleinen Short offen. Kann ich immer eben rüberziehen. Das ist halt auch wieder nur nach Korrekturlevel hier rein. Der ist jetzt schon leicht im Profit. Wenn er hier seine ersten Bewegungen nach oben macht, Profit nehmen und laufen lassen. Das nur mal. Ich habe immer parallel den guten Bruder offen. So, weiter. Der Xera hat unsere untere Zone perfekt gespielt, hat uns 150% geschenkt und darf jetzt auch erstmal korrigieren. Und zwar vielleicht noch 25%. Deswegen da ist jetzt nichts Tragisches bei, aber da muss man auch erstmal abwarten, dass der gute Kollege runterkommt. XTC. Warum ist das hier so riesig? Moment, ich muss mal auf Wochenchart gehen. XTC ist mittendrin, hat diese Bewegung korrigiert. Gefällt mir nicht. Ich sag so, wie es ist, es gefällt mir nicht. Höchstens dieses Level mal im Auge halten. Hier bei 44, also 0044. Das ist das Einzige, was ich jetzt interessant finde, auf das ich schauen würde. Um dann von hier aus vielleicht einen Push nach oben zu nehmen. Alles andere sieht hässlich aus. Algo hatte auch perfekt unser Pullback-Level gespielt. Ist gerade in der Down-Bewegung. Jetzt ist das Ding, wir kamen schon einmal aus diesem Level. Jetzt ist die Möglichkeit oder die Gefahr, dass sobald er hier drunter kommt, er weiter bricht. Block klingelt, okay. Ist jetzt die Gefahr, dass wir weiter nach unten laufen. Deswegen muss man da wieder drauf aufpassen. Im Moment wäre er aber im Korrekturlevel wahrscheinlich. Ja, Algo ist genau in seinem ersten Pullback-Level für einen kleinen Kauf, um dann vielleicht die Korrektur mitzunehmen. Nach oben. Andernfalls, sobald wir hier drunter brechen, tiefere Preise. So. Ich versuche es schnell und kompakt zu machen, weil wir noch viel vor uns haben. V-Chain ist auch in den oberen Block gelaufen. Ja, oder zart reingetappt eher. War wahrscheinlich hier auch das Pullback-Level. Hat sich auch drin gehalten, okay. Ist jetzt auf dem Weg nach unten. Hätte hier seine Korrektur bei rund 40 Cent. Wenn wir das wieder wegmachen, wäre halt schön von hier aus dem Push bis zu den Highs, den man dann mitnehmen könnte. Aber andernfalls auch so wie bei den anderen, sobald wir unter die Lows gehen, erstmal Füße stillhalten und den Kollegen droppen lassen, weil wir noch das CME-Gap haben. WTAO hatte unsere Zone viel schöner gespielt, muss man wirklich sagen. Macht gerade die Bestätigung nach unten. Sobald der Kollege hier weiter anfängt, über dieses eine High zu klacken, glaube ich, fängt er an, diese gesamte Liquidität zu holen. Das sieht man halt häufig, dass der Markt dann viel Volumen aufbaut, weil sich hier viel Liquidität der SLs gesammelt hat und wir dann erstmal dann nach oben ausbrechen. AVAX. Auch im Pullback-Level.
auch wicklos reingegangen, kann auch eine kleine Gegenbewegung machen. Und dann hier vielleicht zum Block, wenn es allein schon mehr 15%, 14%. Schick. XRP, ja, XRP kriegt auch also gerade ist echt hart mit dem Kollegen. Wenn wir uns den hier anschauen, ist er auch. Also man sieht wieder, wie viele Coins sich gerade einfach ähneln, die runtergekommen sind, im Pullback hängen und jetzt theoretisch die Möglichkeit haben, hier erstmal einen Push nach oben zu machen. So, das sieht im Blau jetzt eigentlich auch cooler aus. Zack. Deswegen, da hätte ich jetzt mein Auge drauf. Ansonsten, sobald wir hier drunter brechen, unterer Bereich ist, wird dann erstmal angelaufen. Und jetzt gerade halt dieses Long Level. CKB hat schön unsere Struktur gespielt, ins obere High hat sich gehalten, in unserem Pullback Level und bricht gerade nach unten. Jetzt wird es halt interessant, da hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen, wenn dieser kleine Tap nicht das Pullback war, dann haben wir hier noch das offene Level, wo CKB reinrennen kann. Machen wir das mal weg. Das wird halt interessant. So, würde ich mit den Alarm mal hier hinpacken, weil vielleicht war das dann das Lower High und wir kriegen hier von hier aus nochmal so einen kleinen Push nach oben. Duck bricht unter unseren Support. Okay, dann machen wir das Level mal weg, von dem wir ursprünglich kamen. Und jetzt hängt Duck mitten in den Seilen, da würde ich jetzt erstmal nichts machen. Ich hatte hier halt ein kleines Level, aber da auch auf dem Bruder BTC abwarten. Wenn wir uns jetzt hier eine Range bilden und uns dort halten, haben wir natürlich das Potenzial, von hier aus hier hoch zu laufen. Hat aber, ist unter unser erstes Support-Level gebrochen, deswegen finde ich den gerade nicht so schön. Genau wie Veracity lassen wir FAT mal auf der Seite. Veracity bricht hier gerade runter, doch anhand der Kerzen, so wie die hier runterkommen, sie kommen gerade schon ins Stocken. Hier diese wicklose Kerze könnte gut sein, dass hier der Markt erstmal zum Stehen kommt und dann wieder nach oben flippt. Deswegen Veracity habe ich erstmal die Füße still. Phantom oben ins Pullback gelaufen, gerade auf dem Weg nach unten ist auch, den hatte ich nämlich im Discord gepostet, da weiß ich das, oder hat mir uns angeschaut. Phantom ist nämlich auch in seinem ersten Pullback-Level, wenn man sich den anschaut. Und hat von hier aus, könnte er theoretisch auch wieder eine kleine Korrekturbewegung machen, 20% und im Anschluss das Low brechen und nochmal einen tieferen Dip nach unten machen. Link verzweifelt man auch dran, denn der Kollege hängt hier ewig schon drin, also hängt hier oben ewig in seinem übergeordneten Pullback-Level, ist jetzt auch wie die anderen Kollegen in seinem ersten Korrektur-Level. Heißt, der Kollege kann von hier aus so einen kleinen Bounce vielleicht nach oben machen und man gönnt sich mal eben 10-12%. Andernfalls nach unten hin, schauen wir mal, dass diese Bewegung, genau, das hier ist das größere Pullback-Level, was dann auch wieder interessant wird, ob wir hier nochmal, wenn dieses kleine Reintappen halt nicht die Bestätigung war, laufen wir erstmal hier rein. Dort Wicklos könnte nach oben flippen, trotzdem auf dem Weg in sein Level gibt es gerade noch nichts. Kudos seit unserer Zone da oben schon fast 40% runter. Hier ist mein Alarm bei 0017. Abwarten, ob der weiter runterkommt da. Aber im Moment mache ich da auch wieder nichts. Da warte ich drauf. Acero, ein weiteres Sorgenkind, was ich mir angeschaut habe, wo wir gesagt haben, boah, wenn wir uns hier nicht halten, gehe ich immer noch davon aus, dass wir hier diesen Wick zur Unterseite füllen und dann weiter runterbrechen. Und jetzt gerade, das ist Zünglein an der Waage, der hängt hier genau zwischen. Ich warte erstmal ab, bis er nach unten bricht. Mache mir hier nochmal einen Alarm drauf. Weil wenn hier was passiert, dann möchte ich, dass er erstmal einen schönen Ausbruch nach oben macht. Denn hier habe ich schon mein Pullback-Level. Dann würde ich die Bestätigung nehmen und würde dann nach oben diese 30% mitnehmen nach dieser Korrektur. IMX. Einmal zart gebounced, Push nach oben, wieder in die Zielzone und seitdem an auf dem Weg nach unten. War das hier ein Korrekturlevel, hat er vorher gedreht. Sah nämlich nicht so weit nach oben aus, hat tatsächlich vorher gedreht.
noch nichts machen. Alarmstellen, abwarten. EGLD hat das Pullback-Level nicht angelaufen. Ist jetzt hier, haben wir uns schon öfters angeschaut, in dem Entscheidungsbereich, weil er zum Beispiel jetzt gerade auch schon dieses Low, was wir bei vielen haben, anfängt zu brechen und dadurch Potenzial hat, weiter runterzulaufen. Das heißt, EGLD mache ich überhaupt nichts und lasse den Kollegen erstmal machen. Kas ist, packen wir das mal hier hin, Kas ist im ersten Level. Im Korrekturlevel dieser Bewegung kann man hier einmal kaufen, um dabei zu sein, um vielleicht eine Korrektur mit nach oben zu nehmen. Aber danach würde ich erstmal die Füße stillhalten, warten, bis der Kollege weiter runterkommt. Das heißt, erste Pullback-Zone ist das hier, okay, aber danach mache ich nichts. CD5-Fund. Block gespielt. Oh. Ein Block gespielt, kommt zum Stehen, hält sich und ist auf dem Weg nach unten in sein Korrekturlevel. Hat sich immer noch nicht großartig bewegt. Bei 360 mal anschauen. Matic. Matic hatte oben sein Korrekturlevel, ist dort reingelaufen, ist seitdem man auf dem Weg nach unten. Matic ist zum Beispiel so wie bei EGLD gerade, wo wir das Low schon brechen. Er macht es auch wicklos wie viele Kerzen im Moment, die wieder flippen können. Doch wenn wir hier drunter brechen und BTC nochmal rutscht, glaube ich, sehen wir auch hier tiefere Preise. Deswegen Matic abwarten. Render, was habe ich bei Render gesagt? Weiß das jemand? Ach, guck mal hier, ja genau. Wir haben nämlich, jetzt weiß ich es nämlich, sobald ich den Chart sehe, einen bärischen Block gebildet. Da waren wir hier in der Entstehungskerze, da haben wir gesagt, was wir da gerne sehen wollen würden, dass wir hier drunter schließen, sich ein bärischer Block bildet, der Kollege dippt wieder rein und läuft dann nach unten. Das macht er vorzüglich, ist er gerade dabei. Und deswegen render den Alarm was tiefer. Render soll runterkommen auf 7 Dollar vielleicht. Ist jetzt im Wochenchart, das dauert dann natürlich. Aber hätte auch hier zum Beispiel noch einen schönen Block, den er dann direkt anlaufen könnte in seinem Pullback-Level. Quant ist einmal aus seinem Level gehopst. Das heißt, desto öfter die aus so einem Level hochspringen, desto wahrscheinlicher wird es, dass er dann da durchbricht. Deswegen muss man den Kollegen auch erstmal abwarten. Ist halt jetzt noch was höher. Ist hier immer noch diese Einkaufszone gewesen. Aber sobald er hier drunter bricht, war es das erstmal für den. Deswegen den werde ich weiter beobachten. Ich packe den Alarm mal ein bisschen höher, damit wir ihn nicht verpassen. Sai. Sai ist interessant. Sai bricht gerade diese Lows, diese steile Liquidität und hätte dann Potenzial weiter nach unten zu laufen. Hat hier zum Beispiel so einen markanten Wick mitten im Markt. Das heißt, bei Sai mache ich gerade nichts und lasse den erstmal abkühlen, gucken, wohin der läuft, ob der jetzt diesen Wick runterbrennt. Runterbrennt. Ist ja auch egal. Könnte interessant sein, wenn man sich hier auch den Block anschaut, hier das Low, dass er dort runterrennt. Solana, machen wir das mal weg. Solana auch im Pullback-Level gestoppt. Oben den Block gespielt. Das 886er nicht ganz, okay, muss er halt auch nicht. Aber die Tendenz oder die Richtung hat schön gespielt. Und hier sieht es halt auch so aus, diese steile Liquidität der ganzen SLs. Wenn wir jetzt anfangen, hier drunter zu brechen, haben wir ein neues Low im Markt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir bei Solana erstmal tiefer dippen. Tau. Tau habe ich auch die ersten Mal jetzt wieder im Discord gepostet, weil er jetzt das erste Mal wieder interessant wird. Hier sieht man, das war dieses Korrekturlevel. Ne, war er nicht. Von wo war denn der Pullback? Achso, dann ist die Zone aber verschoben. Auf jeden Fall in die Pullback-Zone gelaufen, hatte hier diese Liquidität, die er sich geholt hat und bounce jetzt wieder zurück. Ich dachte, oder ich schiele eigentlich noch auf, Moment, bei Tau auf die 400, dass wir hier nochmal hinlaufen. Denn jetzt gerade muss man sagen, seit diesem Abverkauf sehen wir diese Level, wo wir uns halten, dass wir nach unten brechen und er theoretisch jetzt gerade auch nur diesen Block hier bestätigt.
Das heißt, das hier könnte wieder das Lower High bilden und er macht dann nochmal eine Rutsche nach unten. Tau endlich mal mit Price Action, die interessant ist. Ja, Rio seit unserer Zone bombastisch gelaufen. Haben wir in der Spitze, hatten wir fast 300%. Und jetzt haben wir das Korrekturlevel bei circa hier unten 1,60 rum. Das ist der Kollege, weil hier kommt er gerade ins Stocken, was ja auch gut ist. Und dann hier reinläuft und dann mal, also natürlich wer 300% auf der Karte hat, dann auch gerne erstmal Profite sichern und dann abwarten, was hier passiert bei rund 1,60 rum. Nier, oh, da haben wir viel gemacht. Nier hat, das war nicht das Lower High, sondern jetzt hier, ist genau in die Zone getappt, ist seitdem im Short-Modus, okay, und läuft jetzt den Anschauen auch gut nach unten. Daher kam das Pullback-Level, hat hier nach unten noch Luft. Wenn wir diese Lows hier brechen, laufen wir straight Richtung 5 Dollar, ein, ja, $5.50 würde ich mal sagen. Hier Alarm drauf und abwarten. Und zu guter Letzt LTC. LTC hat unsere Zone perfekt performt, muss man sagen. Hat sich hier schön gehalten, ist nach oben gegangen. Auf vom Chancen-Risiko-Verhältnis, schöne Bewegung. Aber kann man jetzt gerade nichts machen. Also ist hier über das High gebrochen. Sieht echt stark aus. Machen wir das mal weg. So, und hätte unter sich jetzt wieder dieses Level, wo er reinlaufen kann, als nächste Anlaufzone. So. Rund $90. Ja, und das war es auch schon wieder. Alles eingezeichnet, alles für die nächste Woche. Ich schaue hier gerade nochmal bei BTC rüber. Hält sich auch schwer in der Zone, aber mal schauen, ob er noch ein bisschen weiter hoch pusht. Auf jeden Fall, so handeln wir die Price Action. Das nur mal nebenbei. Und deswegen würde ich sagen, weitere Fragen natürlich wie immer in die Kommentare und wir hören uns die Tage. Bis dahin. Peace.